Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Kalida, das Bivi-Tent. Der ein oder andere von euch wird jetzt vielleicht auf den ersten Blick sagen, das ist doch ein Carinthia Observer Plus. Nein, ist es nicht. Das ist der Kalida, das Kalida Bivi-Tent von der polnischen Armee. Das ist ein Lizenznachbau, den die Polen gemacht haben vom Observer. Den gibt es jetzt inzwischen auch schon in der zweiten Generation. Die erste Generation unterscheidet sich von der zweiten Generation dadurch, dass die erste Generation exakt gleich baugleich ist mit dem Carinthia Observer. Bedeutet also, ihr habt ein abfallendes System hinten ohne Gestänge, also hinten aufliegend im Fußbereich und auf der Unterseite nochmal Schlaufen, um eine Isomatte außen am Bivi befestigen zu können. Kalida hat eine Version 2 rausgebracht, die ist ab 2022 im Handel verfügbar gewesen und das ist quasi auch die Version, die wir hier für euch mitgebracht haben und die hat dann im Gegensatz zur ersten Version keine Schlaufen mehr an der Unterseite, um eine Isomatte von außen zu fixieren und hat hier noch ein drittes Gestänge im Fußbereich, um einfach hier auch nochmal das Ganze nach oben zu bringen, um eben Kältebrücken zu vermeiden, indem der Stoff auf dem Schläfer aufliegt. Was ist noch unterschiedlich? Ganz klar der Preis. Der Observer von Carinthia ist extrem teuer. Keine Frage, ist ein sehr, sehr gutes Produkt und dadurch, dass da auch drei Lagen Laminat Gore-Tex verwendet wird für die Wasserdichtigkeit, ist mit Sicherheit auch nochmal ein Pluspunkt. Aber der ein oder andere von euch sagt vielleicht, das ist mir dann doch zu teuer für das, was es ist und ich hätte lieber eine günstige Variante. Ich muss jetzt nicht unbedingt Gore-Tex haben, sondern mir reicht auch ein drei Lagen Laminat ohne namenhaften Hersteller und genau das hier, das bietet hier der Kalida, das Kalida Bivi-Tent. Nochmal eins vorab für die Leute, die sagen, okay, ich suche ein ultraleichtes Zelt für unterwegs. Das ist nicht die richtige Wahl für euch, denn sowohl der Observer als auch das Kalida Bivi-Tent hat ein Gewicht von 1800 Gramm bzw. 1750 Gramm beim Carinthia Observer, also immer 1,8 Kilo um den Dreh rum. Das ist natürlich sehr, sehr viel für das, was es bietet. Das ist wirklich nur ein Biwaksack mit einer Aufstellung hinten und oben. Man hat jetzt nicht groß Platz, sich umzuziehen. Das ist für den militärischen Gebrauch gedacht, für Stealth Camping, also einfach um einen kompletten Schutz zu haben. Irgendwas, wo auch die Isomatte mit ins System reinkommt. Und das Ganze eben wasserdicht verpackt ist. Genau dafür ist es gedacht. Und das sollte man halt im Hinterkopf behalten, wenn man da auf der Suche nach einer Schlafmöglichkeit ist. Da gibt es sicherlich ein- oder Zweimann-Zelte in dem Gewichtsbereich, die leichter sind. Die sind aber dann vielleicht nicht so robust, auch nicht IR-sicher wie der Carinthia Observer oder hier das Kalida Bivi-Tent. Das ist halt dann, wie gesagt, für den militärischen Gebrauch gedacht. Von den Maßen her ist das Kalida Bivi-Tent 2,35 Meter in der Länge, 90 cm in der Breite und hier im Kopfbereich sind es 60 cm, im Fußbereich 30 cm in der Höhe. Das ist auch fast gleich mit dem Carinthia Observer, da hat man plus minus 15 cm, blenden wir euch hier nochmal ein die Maße, damit ihr auch nochmal 1:1 sehen könnt, wo da die Unterschiede sind. Wie gesagt, vom Gewicht her und von der Ausstattung her ist es auch relativ identisch. Und der Hauptunterschied ist natürlich dann beim Material, Dreilagen Gore-Tex Laminat versus normales Dreilagen Laminat. Beim Außenstoff verwendet Kalida hier 190T Polyester, eine EPTFE-Membran, Dreilagen Laminat und natürlich eine Wassersäule von 10.000, um hier einfach den Schutz von oben zu geben. Die Bodenwanne ist eine PU-beschichtete Wanne, das heißt, auch da hat man noch eine Wasserdichtigkeit von unten und das ganze System lässt sich hier über Zipper bedienen, um einen schnellen Einstieg zu gewährleisten. Auch das ist ähnlich dem Observer. Ihr habt einen L-förmigen Einstieg, das heißt hier einen doppelläufigen YKK-Zipper, der einmal hier in der Länge läuft und dann hier einmal nochmal im Kopfbogen entlang läuft. Die Reißverschlüsse sind natürlich hier abgedeckt mit einer Windflappe und die kann dann hier auch nochmal mit Druckknöpfen gesichert werden, wenn man das möchte. Und wie gesagt, durch die beiden Schiffchen habe ich auch die Möglichkeit, den Bivi unten zu öffnen oder von unten zu öffnen, um hier auch nochmal Belüftung zu gewährleisten. Natürlich müssen die Nähte getaped sein, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Das ist hier alles sauber ausgeführt, hat man perfekt mitgedacht. Ja, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, von der Idee her soll es so sein, dass hier die Isomatte mit in den Bivi reingenommen wird und das funktioniert auch gut. Wir haben jetzt hier eine Mountain Equipment, relativ dicke Isomatte genommen, 7 cm, die ist auch lang und groß. Ihr seht, das passt auch rein. Natürlich muss man sich dann bewusst sein,
dass die Höhe, die Schlafhöhe dann natürlich ansteigt und dadurch natürlich auch hier ein Kontakt mit der Außenhülle passieren kann und dadurch Kältebrücken entstehen. Das heißt, wenn ihr eine dicke Isomatte habt, wäre die Überlegung, sie dann auf der Unterseite oder von außen anzubringen, einfach um zu verhindern, dass hier der Körper bzw. der Schlafsack mit der Innenwand vom Biwi in Kontakt kommt. Das System kann komplett geschlossen genutzt werden zum Schlafen. Die EPDFE-Membran lässt das zu, dass man dadurch atmen kann. Nichtsdestotrotz sind hier auch jede Menge Belüftungsmöglichkeiten gegeben, die auch stellenweise permanent offen sind, wie zum Beispiel hier im Fußbereich. Da habe ich hier einen aufgestellten Lüftungsbereich, der von unten das Ganze belüftet. Und dasselbe kann ich auch nochmal am Kopf realisieren. Das zeige ich euch gleich. Auch hier nochmal am Einstieg habe ich auch nochmal ein feines Moskitonetz, das ich ebenfalls nutzen kann, wenn ich den Biwi nicht komplett schließe. Das heißt, ich mache hier jetzt einmal zu und dann wäre das Ganze hier natürlich komplett geschlossen mit der Windflappe. Wenn ich jetzt aber hier diesen Zipper nicht verwende, sondern den anderen Zipper hier unten drunter nehme, dann bleibt quasi dieser Bereich hier oben offen und ich habe dann hier das Ganze mit dem Mesh-Bereich nochmal offen und habe dann hier vorne auch nochmal direkt ein Belüftungsfenster geschaffen. Übrigens, wenn ihr trotzdem noch Sorge haben solltet, dass hier beim Aufbau das Ganze noch aufliegen könnte, trotz des Bogens im Fußbereich, habt ihr hier auch nochmal zwei Schlaufen, die ihr nach außen ziehen könnt. Und damit spannt ihr das Ganze natürlich auch nochmal nach oben aus. Und damit könnte man natürlich mit einer Paracord-Leine oder mit einer Ridge-Line das ganze System auch nochmal ein bisschen nach oben bringen, falls das denn notwendig ist. Für den Aufbau, wie die Stangen eingefädelt werden, das zeigen wir euch dann am Ende, wenn wir das ganze System mal zusammenpacken. Und dann gucken wir uns jetzt nochmal den Frontbereich an. Die Besonderheit hier beim Observer ist, wie der Name auch schon sagt, der Frontbereich, wo ich einfach nochmal die Möglichkeit habe zu beobachten, entweder im militärischen Einsatz auch mit dem Scharfschützengewehr arbeiten kann oder eben einfach nur zur Observation, Fernglas oder Spektiv. Dafür habe ich hier vorne mehrere Möglichkeiten. Zum einen ist hier natürlich einmal ein Schirm oder eine Schürze, die sich hier mit Bungee, Cord und Kordelstoppern auch eng zusammenziehen lässt, nochmal als Windschutz. Und zum anderen habe ich hier natürlich eine Öffnung, um das ganze System hier komplett öffnen zu können. Das heißt, jetzt habe ich hier den Durchgang und kann dann hier zum Beispiel perfekt auch mit einer Langwaffe arbeiten, um eben hier durch den oder aus dem Observer raus zu schießen. Da habe ich hier 180 Grad Sichtfeld und kann dann damit auf jeden Fall hier im Frontbereich so arbeiten. Ich habe aber auch die Möglichkeit, das Ganze zu schließen bei schlechtem Wetter und nur hier einen Zipper aufzulassen. Das heißt, ich mache hier den Hauptreißverschluss wieder zu und habe dann hier nur ein kleines Beobachtungsloch. Und auch das funktioniert natürlich mit dem Gewehrlauf und der Optik oder eben halt auch mit einem Spektiv, um hier beobachten zu können. Dann machen wir es nochmal auf, denn eine Sache gibt es hier noch. Und zwar, auch hier ist natürlich ein Moskitonetz vorgesehen. Das heißt, ich kann hier den Bereich einmal schließen, um eben auch hier das Ganze offen stehen zu lassen. Dann wickele ich das hier den Frontbereich so ein bisschen ein. Und dann könnte ich bei gutem Wetter hier natürlich das Ganze offen lassen. Habe dann hier Belüftung, kann hier vorne noch die Belüftung machen und habe noch im Fußbereich Belüftung. Also perfekt gelöst, um hier den maximalen Airflow, die maximale Belüftung zu gewährleisten. Wenn das Moskitonetz nicht in Benutzung ist, habe ich hier an jeder Seite nochmal Schlaufen und dazugehörige T-Stücker, um das Ganze hier eben einwickeln zu können. Dann fasse ich das hier so ein bisschen ein und dann kann ich das hier mit dieser elastischen Schlaufe an dem T-Stück befestigen. Und dadurch ist dann das Ganze sauber aufgerollt und ist nicht im Weg. Habe ich hier zweimal und natürlich auch hier in dem Bereich nochmal. Jetzt zeige ich euch noch mal kurz den Einstieg in das System. Natürlich, wenn es regnet, muss man sich bewusst sein, ich habe natürlich hier jetzt das Problem, ich mache auf nach oben hin. Das heißt, in dem Moment, wo ich einsteige, kann hier viel Wasser eintreten,
bedeutet, wenn ich bei Regen rein und raus muss und ich möchte, dass es absolut trocken bleibt, werde ich nicht drum rumkommen, zusätzlich noch einen Tarp zu benutzen, um eben den Bereich zu sichern. Ich mache jetzt hier den oberen Reißverschluss auf, dann den hier an der Seite. Dann kann ich mich schon reinsetzen, die Füße reinnehmen, hier unten wieder zuziehen. Hier bin ich dann auch in der Lage, die Knöpfe zu schließen. Und dann kann ich hier auch noch zumachen. Das Platzangebot im Kopf ist hier ordentlich. Das heißt, ich kann nämlich auf jeden Fall drehen, wenn ich hier mit der hohen Isomatte in Seitenschläferposition gehe. Habe ich natürlich auf jeden Fall Kontakt hier zur Außenwand. Das heißt, da muss mir bewusst sein, dass es da zu Kältebrücken kommen kann. Ansonsten in der Bauchposition sehr komfortabel, gerade auch hier mit dem offenen Bereich. Da kann ich mir auch super vorstellen, zum Beispiel gerade im zivilen Bereich, im Biwakbereich, dass man hier seinen Kocher hinbaut. Natürlich auch vorausgesetzt, es ist so weit trocken, dass man hier arbeiten kann oder man hat einen Tarp gespannt und kann dann hier quasi im Schlafsack sich ganz gemütlich im Biwi einen Kaffee machen und anschließend wieder zurückziehen, um weiter zu schlafen. Dann bauen wir es einmal auseinander, damit ihr auch seht, wie der Aufbau funktioniert. Im Lieferumfang habt ihr 11 Aluminiumheringe mit dabei. Es reicht theoretisch, wenn ihr mit dreien arbeitet, das heißt vorne zweimal fixieren und hinten einmal fixieren, dann steht das Ding schon. Der Rest ist natürlich dann für die Optimierung. Das heißt, ihr habt im Kopfbereich 4, dann im Fußbereich 3 und hier nochmal jeweils 2 Punkte zum Abspannen. Also ganz einfach Heringe raus. 1, 2, 3 in diesem Fall jetzt nur. Und dann kann ich mich schon daran machen und hier die Fiberglasstangen zu lösen. Die sind hier über Kreuz gespannt, wie ihr ja schon auch gesehen habt. Das ist relativ simpel. Einfach rausziehen das Ganze und dann hier nochmal zusammenfalten. Nummer 1. Und Nummer 2. Und Nummer 3. Ihr seht noch mal so als Tipp für den Komfort und den Schutz, lege ich ganz gern immer noch mal die Bundeswehr-Isomatte drunter. Muss man natürlich nicht machen, aber kann man machen. Und dann habt ihr noch den Packsack. Auch der sieht ähnlich aus wie beim Carinthia Observer. Das heißt, ihr könnt jetzt einfach hergehen und das ganze System hier reinpacken. Einfach stopfen. Und damit ist das Kalida Bivitent verstaut. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist natürlich das Gestänge. Das ist unser einziger Kritikpunkt am System. Ich weiß nicht, ob bei Carinthia das besser gelöst ist oder ob bei Carinthia das Zubehör dabei ist, was mir hier fehlt. Und zwar hätte ich hier gerne noch gehabt, dass man das Gestänge bzw. zumindest mal die Heringe, weil die ja in der Erde stecken, dass man die zumindest mal in einem separaten Packsack unterbringt. Natürlich kann man selber einen nachrüsten. Das wäre jetzt nicht das Problem, aber bei dem Preis, auch wenn der Kalida Bivi billiger ist als der Carinthia Observer, hätte ich mir gewünscht, dass es hier fürs Gestänge oder für die Heringe oder eben auch für beides noch was gibt, um das Ganze besser unterzubringen. So muss ich jetzt hergehen und das hier nebendran reinstopfen und natürlich gucken, dass ich dadurch mir nicht meine Plane beschädige. Man könnte natürlich auch jede Stange einzeln machen, dann würde das vielleicht auch ein bisschen leichter und schneller gehen, aber
Wir wollen ja jetzt hier mal die Worst-Case-Szenario machen. So, und dann haben wir hier unsere Heringe. Die stecke ich jetzt mal mit dem Kopf zuerst rein, damit ich, wenn, dann nur den Packsack durchsteche. Und dann kann ich das Ganze hier oben entsprechend einmal mit einem Rolltop-Verschluss schließen, zumachen und kann hier noch ein bisschen das Ganze komprimieren, wenn ich möchte. Da habe ich jetzt vorhin so weit aufgezogen, dass hier das Gurtband rausgeflutscht ist. Okay, und damit habt ihr das System verpackt. Selbes Packmaß wie auch bei Carinthia. Ja, das bringt uns zum Ende. Was uns jetzt noch fehlt, ist natürlich der Test bezüglich der Wasserdichtigkeit und der Kondensbildung im Inneren. Wir hatten eigentlich gehofft, im Dezember ein bisschen Schnee zu haben, um das Ganze mal auszuprobieren. Hatten wir jetzt leider Gottes nicht. Das werden wir aber noch nachreichen, sobald sich eine Gelegenheit dazu ergibt und euch dann dazu berichten. Ihr bekommt den Kalida Bivi oder das Kalida Bivi Tent bei Recon Company. Der Link ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Habt ihr den Carinthia Observer oder auch von mir aus das Carinthia Mikrotent oder den Kalida in der Generation 1 oder 2? Schreibt uns mal in die Kommentare und schreibt uns mal, wie ihr das System findet. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.